Ja, mir ist jetzt schon ein paar Mal vorgekommen, dass ich bei Kunden, wo ich einen kleinen Audit gemacht habe bezüglich Google AdWords, dass die bei denen sich im Account hier bei Keywords für Suchanzeigen, wir sind jetzt hier bei mir in einem Demo-Account für ja, Unterrichtszwecke, also Coaching-Zwecke aufgrund von DSGVO und so weiter. Wenn ich jetzt halt hier, was ich damit meine, ist, wenn ich jetzt hier einige Keywords aussuche, ja, dann muss hier oben die Option Label sein, wo ich quasi diese Keywords dann entsprechend labeln kann. Ja, das ist ganz, ganz wichtig, insbesondere für den Anfang von der Kampagne, wenn ich mehr wie, sagen wir mal, 100 Keywords habe, also sagen wir mal 500 Keywords, 1000 Keywords oder sowas. Ja, damit ich mich quasi auf die wichtigsten Keywords innerhalb der Kampagne fokussieren kann. Ja, das macht man durch das Labeling. Also Labeling ist letztendlich das gleiche Prinzip wie auch im CRM, beispielsweise bei Pipedrive, ja, gibt es ja auch die Möglichkeit des Labeling, beziehungsweise in E-Mail Automation, da nennt man das dann wieder Tagging, also Tags. Das Prinzip ist immer das gleiche, dass ich quasi über eine bestimmte Funktion, in dem Fall nennt man es halt eben Label, ja, hier beliebig viele Labels erstellen kann und dadurch eben meine, in dem Fall sind es Keywords, segmentieren kann und priorisieren kann, um dann letztendlich gezielter und präziser in dem Fall eine Google AdWords-Kampagne schalten kann. Ja? Also das Prinzip ist immer das gleiche und bei Google AdWords wäre es hier die Funktion Label bei Keywords für Suchanzeige. Und es gibt jetzt einige, wo ich schon gesehen habe, wo ich auch ein, sagen wir mal, ein Kennenlerngespräch gemacht habe und ein Audit angeboten und da habe ich dann gesehen, dass die diese Funktion eben nicht haben. Dann unbedingt hier oben auf Hilfe, ja, den Google Support anschreiben. Ja, und dann würde das in der Regel dann freigeschalten. Ich weiß auch nicht, warum das der Fall ist, ab und zu bei neueren Accounts oder sowas. Ich weiß es jetzt auch nicht. Ja, Dankeschön für die Aufmerksamkeit. Bis zum nächsten Mal. Kanal abonnieren, wenn dir das Video weitergeholfen hat und Daumen hoch. Bis dann, dein Thomas Klein. Ciao. Hallo, mein Name ist Josef Seibel und ich entwickle seit über 20 Jahren professionelle Software. Meine größten Herausforderungen vor der Zusammenarbeit mit Thomas waren, wie ich mich auf eine Branche spezialisiere, wie ich deine Nische finde und wie ich in dieser Nische verlässliche Kundenanfragen generiere. Bisher habe ich Aufträge aus verschiedenen Branchen angenommen und Kunden ausschließlich durch Weiterempfehlungen bekommen und somit auch einen breiten Bereich abgedeckt, aber nie wirklich ganz spezialisiert auf eine Nische. Seit der Zusammenarbeit habe ich eine Branche gefunden, in welcher es genügend potenzielle Kunden gibt und ich weiß, wie ich meine Firma skalieren kann. Die Kommunikation mit Thomas ist sehr gut. Thomas hat immer auf wichtige Themen sehr zeitnah geantwortet und hat mich nie hängen lassen. Für die Beratungsleistung kann ich Thomas auf jeden Fall empfehlen.